Neben den zahlreichen privatwirtschaftlichen Anstrengungen, die europäische Raumfahrt zu retten, sind nun auch die ESA und die Ariane Group dabei und möchten wiederverwendbare Raketen bauen. Ganz plötzlich. Es wurden sogar schon ganz konkrete Schritte gesetzt. Dazu baut man ein leistungsstarkes, wiederverwendbares Triebwerk und ein Pendant zu SpaceX's Grasshopper. Und all das bedeutet, dass das Ablaufdatum der Ariane 6 erheblich vorgerückt ist. In der heutigen Ausgabe gehen wir diesen Entwicklungen auf den Grund und versuchen herauszufinden, ob der Zug nicht schon abgefahren ist, wann Europa eine eigene Falcon 9 bauen kann und woher dieser plötzliche Sinneswandel kommt. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Um es in den Worten des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire zu sagen: Wir müssen die strategischen Fehlentscheidungen ausbessern, die wir vor 10 Jahren getroffen haben. Ganz konkret meinte er damit, dass man sich damals ganz bewusst gegen die Wiederverwendbarkeit von Raketen entschieden hat, um die industrielle Lieferkette aufrechtzuerhalten. Was man aber außer Acht gelassen hatte, war, dass man mit der Wiederverwendung bessere Preise anbieten kann, somit mehr Kunden lockt und in weiterer Folge wieder mehr für die Lieferkette zu tun ist. Stattdessen hat man sich gedacht, ha! Wenn wir jede Rakete einfach wegwerfen, dann müssen die Kunden jedes Mal eine neue Rakete bauen lassen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Das Schlimmste daran ist, dass die meisten Kunden der Ariane 6 geplanterweise institutionelle Missionen sind. Das hat sich aber geändert, als sich Kuiper, die Internet-Satellitenkonstellation von Amazon, dafür entschied, 18 Starts bei der Ariane 6 einzukaufen. Dazu habe ich ein detailliertes Video produziert, du findest es hier in der Infobox. Bei der Ariane Group hat man das als großen Erfolg gefeiert. Aber Kuiper hat sich nicht für die Ariane 6 entschieden, weil sie so eine tolle Rakete ist, sondern weil sie keinesfalls zu SpaceX wollten. Denn man möchte nicht den eigenen größten Konkurrenten füttern. Insgesamt hat die Ariane 6 42 Missionen in den Auftragsbüchern stehen. Das inkludiert schon die 18 Starts von Kuiper. Geplant wäre ein Startpreis von 70 Millionen Euro gewesen. Also um die 5 Milliarden Entwicklungskosten reinzubekommen, hätte die Ariane 6 mindestens 72 Mal starten müssen. Aber das können sie nicht einhalten. Die günstigste Konfiguration, also die Ariane 6-2 mit 2 P120C Feststoffboostern, kostet 90 Millionen Euro. In der 6-4 Konfiguration zahlt man schon 115 Millionen Euro. Verglichen mit den 67 bzw. 50 Millionen US-Dollar für einen Falcon 9 Start, dann sehen wir, dass die Ariane 6 nicht konkurrenzfähig ist. Abgesehen davon, dass die Falcon 9 sich schon bewiesen hat und die Ariane 6 noch nicht. Bis auf wenige Missionen sind alle institutioneller Natur. Und selbst für diese Missionen mussten Minister, Kanzler und Premierminister bei den Institutionen betteln gehen. Und damit er nicht mehr betteln gehen muss, hat Le Maire im Dezember letzten Jahres auf den Tisch geschlagen und der Ariane Group den Auftrag gegeben, bis 2026 eine wiederverwendbare Trägerrakete zu entwickeln. Bis dahin war das Thema Wiederverwendung tabu. Diese Ansprache des Ministers dürfte mit den anderen Institutionen der europäischen Raumfahrt konzertiert gewesen sein. Denn seither plädieren immer mehr wichtige Player für wiederverwendbare Systeme. Und das so schnell wie möglich. Wenn Maya, die wiederverwendbare kleine Rakete aus Frankreich, 2026 in Betrieb geht, dann ist die Falcon 9 entweder schon seit 15 Jahren in Betrieb oder gar nicht mehr in Betrieb, weil Starship operativ ist. Und das ist nur die kleine Version der wiederverwendbaren Raketenfamilie aus Europa. Bis Mitte der 2030er soll auch die Ariane Next, der Nachfolger der Schwerlastfamilie, in Betrieb gehen. Und all das setzt voraus, dass alles nach Plan läuft. Aber wir Raketen-Nerds wissen, dass selten alles nach Plan läuft. Wenn die wiederverwendbare Ariane in Betrieb geht, ist Starship wahrscheinlich schon im Pendelbetrieb zwischen Erde, Mond und Mars. Mitte der 2030er Jahre wird es keine Falcon 9 mehr geben. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich finde den neuen Kurs der ESA und der Ariane Group löblich und schön. Aber ich habe doch ein wenig Kritik zu üben. Einerseits kommt das viel zu spät. Andererseits glaube ich, dass hier die Startup-Szene in Europa ein wenig umgangen wird. Und obwohl ich glaube, dass eine Ariane Next praktisch wäre, denke ich, dass man Starship nicht außer Acht lassen darf.
Das Ding fliegt uns in ein paar Jahren um die Ohren und reißt alles an sich. Und dadurch, dass Europas Raumfahrthafen im Französisch-Guyana in Südamerika ist, hat die Ariane Group kurzerhand ein eigenes Schiff in Auftrag gegeben, um die Rakete zu transportieren. Der Name des Schiffs ist Canopy. Es ist ein wunderschönes Segelschiff. Ich hoffe, es ist auch für andere Raketen nutzbar, denn alles andere wäre absurd. Es geht ja schon lange nicht mehr darum, dass Raumfahrt cool ist. Das geopolitische Machtinstrument Raumfahrt ist mittlerweile nicht mehr nur von geostrategischer, sondern von wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung. Und das hat die ESA löblicherweise erkannt. Um eine breitere technologische Souveränität aufzubauen, die Europa schon in einigen Bereichen der Raumfahrt hat, möchte Luca Del Monte, Chef der Kommerzialisierung der ESA, den Weltraumsektor in folgenden Bereichen stimulieren. An erster Stelle steht natürlich die Ressource Talent, also Ingenieure und Wissenschaftler. Europa hat einen großen Pool an exzellent ausgebildeten und fähigen Menschen mit guten Ideen in diesem Bereich. Aber im Moment wandern sie noch ab, denn hier ist es schwer Fuß zu fassen. Er möchte Anreize schaffen, dass dieses Talent bleibt und gedeiht. Der zweite Punkt ist Kapital. Davon hat Europa auch mehr als genug, aber die Investoren sind risikoavers. Das bedeutet, sie investieren lieber in traditionelle oder sichere Geschäftsmodelle. Josef Aschbacher, der Generaldirektor der ESA, hat bereits ein halbes Dutzend Risikokapitalgeber überzeugt, vermehrt in Raumfahrtunternehmen in Europa zu investieren. Auch der Europäische Investmentfonds und die Europäische Kommission werden dazu angehalten, stärker in die Raumfahrt zu investieren, um einen Teil am zukünftigen Kuchen zu bekommen. Riesiger Dank geht an mein immer größer werdendes Support-Team. Wenn auch du dazu gehören willst, findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Die Raumfahrt ist mit 350 Milliarden US-Dollar jetzt schon ein gigantischer Wirtschaftssektor und wird in der nächsten Dekade auf 1 Billion US-Dollar anwachsen. Sobald der Abbau von Rohstoffen auf Mond, Mars und Asteroiden beginnt, nimmt alles eine ganz andere Dynamik an. Und man will ja nicht der sein, der erst auf den Zug aufspringt, wenn er schon fast die Station verlassen hat. Das ist alles keine Science Fiction mehr. Manche Länder haben schon dementsprechende Gesetze verabschiedet und die Artemis-Accords der USA mit zahlreichen Ländern an Bord beabsichtigen, genau das zu tun. Um hier nicht zu sehr auf der Strecke zu bleiben, möchte Aschbacher ein Projekt auf die Beine stellen, das 1,5 bis 1,7 Tonnen Nutzlast auf die Mondoberfläche befördern kann. Ich finde es irgendwie komisch, dass man die Investoren hier zu ihrem Glück zwingen muss. Die digitale Wirtschaft, die Wissenschaft und Space konvergieren immer mehr. Aus vielen Bereichen sind Satelliten gar nicht mehr wegzudenken. Der nächste Punkt geht mit den vorigen Punkten einher. Europäische Raumfahrt muss schneller werden. Aschbacher und Del Monte möchten Prozesse beschleunigen und an die aktuelle Dynamik anpassen. Sie möchten es für Unternehmen einfacher machen, an Gelder zu kommen und zu experimentieren. Aber auch ESA intern möchten sie sich neu erfinden und weniger forschen und entwickeln und mehr als Beschleuniger wirken. Das ist extrem wichtig, denn Investoren möchten ihre Profite am liebsten schon gestern einsacken. Wenn dann irgendwelche Raumfahrtprojekte in Dekaden denken, dann steigen sie aus. Um dieser frustrierenden Dynamik einen Riegel vorzuschieben, eröffnet die ESA immer mehr sogenannte Business Incubation Centers. Diese BICs sind Einrichtungen der ESA, die jungen Unternehmen helfen, ihre Idee zum Geschäftsmodell zu machen. Und zwar eines, das die Investoren lieben. Schließlich soll Europa in den nächsten Jahren der attraktivste Ort der Welt werden, um ein Raumfahrtunternehmen zu gründen. Um so ein Ort zu sein, braucht man aber auch ein eigenes astronautisches Raumfahrtprogramm. Ohne Abhängigkeiten. Sonst nimmt dich ja keiner ernst. Aschbacher und Frankreichs Präsident Macron setzen sich stark dafür ein, die astronautische Raumfahrt in Europa größer zu machen. Finde ich geil. Aber der ESA stehen 7% des NASA-Budgets für solche Zwecke zur Verfügung. Das ist mit ein Grund, warum der Generaldirektor nächstes Jahr ein 30% größeres Budget vorschlagen wird. Wir haben nicht nur viel aufzuholen, sondern wollen alle überholen. Was hältst du davon? Braucht Europa ein eigenes astronautisches Programm mit allem drum und dran? Also eigener Träger, Kapsel, kommerzielle Stationen im Orbit und auf dem Mars und Mond? Schreib es mir in die Kommentare. Und ach ja, hier noch eine unbeantwortete Frage. Bisher irgendwie tabu gewesen, aber in Anbetracht der politischen Großwetterlage geht auch Josef Aschbacher der Sache auf den Grund. In den USA ist die NASA stark in die Landesverteidigung integriert. Russland und China machen es nicht viel anders. Wie machen wir das in Europa eigentlich? Schreib mir in die Kommentare, welche Rolle die ESA in Europas Verteidigung einnehmen sollte. Und jetzt wird es richtig spannend.
Die Ariane Group hatte schon vor 2 Jahren 33 Millionen Euro von der ESA erhalten. Und Anfang Juli hat die Ariane Group insgesamt weitere 56,4 Millionen Euro für 2 Projekte bekommen. Salto und Enlighten. Innerhalb der nächsten 2 Jahre sollen in Kiruna in Schweden die ersten Hopptests mit dem 30 Meter hohen Hopper Themis durchgeführt werden. Darauf folgt 1 Jahr mit suborbitalen Testflügen in Kourou in Französisch-Guyana, wo man versuchen wird, auf einem Drohnenschiff auf offener See zu landen. Kenne ich doch von irgendwo. Laut dieser Grafik führt die Roadmap zu einer europäischen Weltraumflotte. Finde ich geil. Das zweite Projekt entwickelt ein günstiges, fortschrittliches und wiederverwendbares Triebwerk mit drosselbarem Schub. Sie hatten die Wahl zwischen Biomethan und grünem Wasserstoff. Was ich herauslesen konnte, ist Wasserstoff vorerst einmal raus. Dieses Wundertriebwerk heißt Prometheus. Prometheus ist aus der griechischen Mythologie und ist etwa mit der Vorausdenkende zu übersetzen. Wohl eher das hinterherhumpelnde, aber starke Triebwerk. Es soll 1000 kN Schub erzeugen. Das sind etwa 150 kN mehr als die Merlin-Triebwerke der Falcon 9. Das klingt doch mal vielversprechend. Prometheus M1 wird auf dem Testgelände des DLR in Lampolzhausen getestet. Kann nicht schaden zu wissen. Ach ja, und weil wir vorhin von Artemis geredet haben, die NASA hat der ESA noch immer nicht zugesichert, dass ein Europäer in der ersten Artemis-Crew zum Mond sein wird. Bin gespannt, wie sich die Lage hier entwickelt. Aber Aschbach hat im Juli noch gesagt, dass er das klären wird. 4 Jahre sind knapp, aber die Ariane Group ist zuversichtlich, da ihre Ingenieure nicht bei Null beginnen. Besonders nach dem Bilderbuchstart der europäischen Vega C vor einigen Tagen bin auch ich besonders zuversichtlich gestimmt. Das alles ändert aber nichts daran, dass man hier den New Space in Europa gar nicht mit eingebunden hat, weil man sie fürchtet. Denk darüber nach. Bevor ich mich verabschiede, habe ich noch eine letzte Nachricht für dich. Das Projekt ExoMars, bei dem die ESA einen Rover auf den Mars schickt, der größer ist als Perseverance und 2 Meter in den Boden bohren kann, ist wegen dieser ganzen Russland-Ukraine-Sache jetzt endgültig suspendiert. Der Start hätte jetzt im September stattfinden sollen. Die Russen hätten ja den Lander und die Rakete zur Verfügung gestellt. Nun hat man sich Richtung NASA umgesehen und sie sind bereit zu helfen. Vielleicht hat das JPL noch das Perseverance-Landemodul-Gegenstück im Labor und die ESA kann es modifizieren und verwenden, um in 2 Jahren zum Mars fliegen zu können. Dann müsste man noch klären, welche Rakete dazu in der Lage wäre. Die Atlas V geht in Rente und sie ist ausgebucht. Die Delta IV Heavy genauso. Bleibt nur noch die Falcon 9. Es sei denn, ULA schafft es bald, die Vulcan Centaur in Betrieb zu nehmen. Aber das ist ein Thema für eine andere Ausgabe. Unterm Strich kann ich sagen, dass die ganze Ariane 6 Sache die europäische Version des SLS-Desasters ist. Kann schon einmal passieren. Wichtig ist jetzt nach vorne zu blicken und Elon einzuholen. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.